Hallo und herzlich willkommen heute zu einem Do-It-Yourself und zwar zum Thema Handpuppendisplay. Was ist eigentlich ein Handpuppendisplay? Im Prinzip ist das eine Art Galgen, wo die Puppen dran baumeln oder auch nicht. Aber Handpuppendisplay klingt doch schöner, oder nicht? Auf jeden Fall. Das Display, was ich heute mit euch bauen möchte, das eignet sich hervorragend für die 65 cm großen Handpuppen der Firma, zum Beispiel Living Puppets oder Kunkwatz. Dafür ist es perfekt, wenn ihr zum Beispiel eine Puppe der Firma The Puppet Company an diesen Galgen, an dieses Handpuppendisplay eben. Wenn ihr das dann so präsentieren wollt, müsst ihr da ein bisschen in der Höhe nochmal tricksen. Das sind meistens so um die 2-3 cm plus minus, wo ihr dann das Bohrloch für den Ausleger, der hier oben ist, ein bisschen variieren müsst. Aber was ihr dafür für Materialien braucht, das stelle ich euch jetzt einmal als erstes vor. Hier seht ihr einmal die Materialien, die ihr braucht, wenn ihr schon soweit alles zugeschnitten habt und vorgeschliffen habt. Was ihr braucht, ist einmal die Grundplatte für unser Display. Die ist in den Maßen 20 x 30 cm, ist in der Stärke 16 mm. Bei mir ist sie aber ein bisschen dicker, weil es ein Stück Restholz ist, aber 16 mm sollte reichen. Wenn ihr das Ganze gerne lackieren möchtet, später in einer beliebigen Farbe, würde ich euch anstatt zu Vollholz, wie ich das hier habe, zu MDF raten. Und bei MDF müsst ihr dann aber an den Kanten noch weiße Anleimer dran machen, mit dem Bügeleisen. Dann nochmal schleifen und dann könnt ihr das dann beliebig lackieren. Was ihr zu der Platte noch zusätzlich braucht, ist einmal Schleifpapier, um die Kanten zu schleifen, überall, nicht nur an der Grundplatte, sondern auch an den anderen Materialien, wo ich gleich noch drauf eingehe. Dann braucht ihr einen Nagel, der einmal durch das Brett durchgeht und einmal in den Galgen selber rein. Dann eine Schraube von mindestens 60 mm plus passenden Akkuschrauber oder halt, wer es altmodisch mag, mit dem Schraubendreher. Dann eine Bohrmaschine zum Vorbohren des Loches für die Schraube. Ich habe da einen mit einem Konus genommen, beziehungsweise mit einem Kegelsenker. Das ist ganz praktisch, weil dann braucht das die Schraube selber nicht zu machen, sich in das Holz rein zu. Na, ihr wisst schon. Darüber hinaus braucht ihr übrigens, der Bohrer ist bei mir jetzt 5 mm, ihr könnt aber auch 3 mm nehmen, oder ihr solltet 3 mm nehmen, ist am besten, weil das Loch da nicht so groß ist. Darüber hinaus braucht ihr noch einen 10 mm Bohrer. Wenn ihr nämlich einen 10 mm Stab, Rundstab nehmt, oder so wie ich hier ein Stück Riffelstab, 10 mm Vollholz am besten, kann Buche sein, kann Fichte sein. Ist egal, kriegt man meistens in Meterstücken im Baumarkt. Die Platte könnt ihr ja auch zuschneiden lassen, den Riffelstab müsst ihr selber zuschneiden machen, das machen die nicht. Und dann braucht ihr noch eine Rechteckleiste, die hat bei mir die Maße 34 x 34 mm. Die müsste dann die Länge mindestens 60 cm haben. Das war es erstmal so an den groben Materialien. Was ihr dazu noch braucht, ist eine Kettensäge und die notwendige Schutzausrüstung. Nein, natürlich nicht. Das war es soweit an den Materialien. Und wie es jetzt weitergeht, das seht ihr im nächsten Take. Als erstes nehmen wir uns mal unsere Grundplatte vor. Wenn ihr, so wie ich, Vollholz nehmen wollt, achtet ein bisschen darauf, welche Seite jetzt die schönere ist. Bei mir sind beide Seiten nicht wirklich schön. Diese hier, die ist etwas ansprechender, finde ich. Noch dazu würde ich dann sagen, dass die Astlöcher dann immer hinten sind. Das heißt, hier wird nachher hinten sein. Von der Rückseite bis zu der Lochbohrung für die Schraube geht ihr 4 cm.
Das habe ich hier schon mal angezeichnet. Und dann müsst ihr noch die Mitte einmal markieren. Und dann wendet ihr Trick 17 an, sozusagen. Ihr nehmt euch den anderen Bohrer. Der sollte mit Zentrierspitze sein, ansonsten macht das Ganze jetzt keinen Sinn. Geht mit dieser Zentrierspitze in die Mitte des Kreuzes und stecht einmal rein. Der Vorteil ist, dass der Bohrer dann gleich nicht mehr verrutscht. Mit dem Kegelsenker, mit dem integrierten Kegelsenker. Ihr müsst aber nicht ganz durchbohren. Es reicht schon, wenn das angebohrt ist, dass die Schraube einmal durch kann. Ich mache das jetzt nochmal nachträglich mit meinem Kegelsenker. Vorteil ist, dass wenn ihr das Ganze auf einem wertvollen, auf einer wertvollen Biedermeier-Kobode stehen haben wollt, dass dann die Oberfläche nicht zerkratzt. Empfehle ich immer. Ansonsten ist es halt immer so doof, wenn man das so stark per Hand anziehen muss. Noch dazu kommt, dass wir gleich diesen Geigen, dass wir da die Schraube ins Hirnholz reinschrauben werden. Und ja, es eventuell sein kann, dass bei euch dann das Bohrloch oder das Schraubloch ausfranst und das Ganze nicht mehr hält. Wenn ihr den Geigen euch vornehmt, achtet darauf, dass mindestens eine Seite im rechten Winkel ist. Das heißt, ja, dass dieser Winkel hier 90 Grad ist und am besten auch der andere. Die andere Seite, es reicht ja, wenn zwei Seiten im rechten Winkel sind, wenn Mathe gut aufgepasst hat. Bei mir ist allerdings die andere Seite rechtwinklig und die rechtwinklige Seite, die wird dann nachher auf der Grundplatte auflegen. Jetzt nehmen wir uns aber nochmal bei mir die nicht rechtwinklige Seite vor. Und dort habe ich schon hier, vielleicht sieht man es schon, das Loch angezeichnet. Ich kann nochmal nachschauen, ob das richtig ist. Ja, nämlich ihr geht von der Unterkante, das heißt von hier bis zu der Stelle, wo gebohrt werden soll mit dem 10 mm Bohrer. 54 cm oder 540 mm. Sucht euch die Mitte, stecht einmal kurz rein und dann bohrt ihr dann das Loch für den Geigen. Das Loch für den Geigen muss allerdings schräg gebohrt werden, weil sonst die Puppe immer wieder runterrutscht. Ungefähr in diesem Winkel. Macht es aber folgendermaßen, dass ihr den Bohrer erst gerade ansetzt, ein bisschen anfangt zu bohren und den dann erst schräg setzt. Es geht viel einfacher, wie wenn er jetzt gleich so anfangen würde zu bohren. Dann reißt das Holz auch wahrscheinlich schneller raus. Also erst gerade, ein bisschen vorbohren und dann schräg. Nicht ganz durchbohren, weil das soll ja nicht auf der anderen Seite wieder rausschauen. So. Wer das Ganze noch ein bisschen sauberer machen will, bei Fichte ist es ganz oft der Fall, dass es doch relativ schnell ausreißt. Dann könnt ihr euch ein Cuttermesser nehmen und einmal so die Späne, die jetzt hier noch das Bohrloch so ein bisschen behindern, abschneiden. So. Dann nehmt ihr das Stück Riffel. Stab, bei mir ist es jedenfalls Riffelstab oder euer Rundstab von 10 mm, also genauso groß wie das Bohrloch. Und schleift den einmal an der einen Seite an. Und dann nehmt ihr euch Holzleim und macht das Ganze dann fest. Ich würde das Ganze, bevor ihr das jetzt festklebt, nochmal bei eurer Handpuppe prüfen, die ihr an diesem Geigen aufhängen wollt, ob das auch wirklich passt. Eventuell kann es sein, dass der Stab zu lang ist und dann müsstet ihr den nochmal kürzen. Also am besten vorher einmal Probe sitzen bei der Puppe. Das heißt, ihr müsst jetzt erst einmal den anderen Teil weitermachen. Und da müssen wir unseren Geigen nochmal umdrehen.
Das hier ist jetzt die Seite, wo die Grundplatte aufliegen würde. Ich nehme mir die Unterseite und dann zeichne ich ungefähr eine Linie von der einen Ecke zur diagonal gegenüberliegenden anderen Ecke. Das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Und jetzt habt ihr den, ja, hier den Mittelpunkt. Man kann es leider schlecht sehen. Habt ihr hier den Mittelpunkt, wo die Schraube gleich reingehen wird. Macht es am besten so, dass die Schraube ein wenig rausguckt. Ein bisschen mehr am besten noch. Und dann setzt ihr ihn genau auf den Punkt an. Und jetzt kommt nämlich der knifflige Teil. Für mich jedenfalls. Wenn ihr das macht, dann stellt euch am besten das Ganze ja, auf den Kopf am besten und schraubt das dann fest. Kann ich jetzt hier gerade wegen dem Kamerastativ schlecht machen. So, und dann sollte das Ganze soweit gerade sein. Überprüft nochmal die Parallelität einmal von dieser Seite bzw. auf der rückwärtigen Seite mit dieser Kante hier. Und dann könnt ihr, einen Hammer braucht ihr übrigens noch, den Nagel nehmen und den Hammer nehmen und dann schlagt ihr diesen Nagel leicht schräg rein. Das Ganze deswegen, damit sich der Galgen nicht mehr verdrehen kann. So, und wenn ihr dann den Ausleger von eurem Display festgeleimt habt, müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr das Ganze auch wirklich richtig rum anschraubt. Und bevor ihr den Nagel reinmacht. Ansonsten ist es schlecht, wenn der Galgen dann nachher, der Ausleger nachher zur falschen Seite schaut. Also dann macht ihr den Ausleger fest und dann ist euer Galgen fertig. Jetzt könnt ihr natürlich auch noch diese Displays etwas variieren. Vielleicht habt ihr aber auch eine 45 cm große Handpuppe. Bei der 45 cm großen Handpuppe muss der Galgenbaum 42 cm lang sein und das Bohrloch muss auf der Höhe 38 cm sein. Bei diesem kleinen Galgen, wo der Kobold drauf sitzt, beziehungsweise der Troll ist es ja eigentlich, muss dieser Galgenbaum 30 cm lang sein und das Bohrloch sitzt auf 24,5 cm. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer würde ich mich freuen über einen Daumen hoch sowie über eure Kommentare oder konstruktive Kritik. Bis dahin, bis wir uns wiedersehen, sage ich Tschüss und bis bald. Euer Hannes.